Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, auf den freue ich mich sehr, denn den haben wir schon mal besichtigt und der wurde weitergebaut. Das ist auf jeden Fall einer der besten Zoos gewesen, die wir je besichtigt haben. Es geht nämlich um Zoo of Carthage von Hasdrubal bzw. Patrick. Viele von euch wissen jetzt sicherlich, welcher Zoo gemeint ist. Der ist auf jeden Fall verdammt gut gewesen und er hat ihn endlich weitergebaut und nochmal eingeschickt für uns. Natürlich schreibt er auch eine kleine E-Mail für uns. Die lese ich euch mal eben vor. Hi Dandiman, erstmal möchte ich dir und deiner Community Danke sagen für so viele positive erste Bewertungen meines Zoos und die vielen netten Kommentare. Deshalb komme ich hiermit deiner Bitte nach und schicke dir meinen Zoo nach abermals 193 Stunden Bauzeit. Somit bin ich nun bei knapp 493 Stunden Bauzeit. Wow, okay, das ist krass, richtig viel Zeit investiert. Aktuell tunneln sich nun alle 80 Arten mit insgesamt 500 Tieren in meinem Zoo. 69 davon haben nun auch schon ein Zuhause gefunden, aber nun wünsche ich viel Spaß beim Erkunden und Entdecken. MFG Patrick. Ich bin verdammt gespannt auf dein Zoo, weil ich habe ihn noch sehr gut in Erinnerung und der war echt cool und ich bin echt gespannt, was du alles noch so gemacht hast. Ich habe nur ein bisschen Angst davor, dass wir gleich nicht so eine gute FPS haben werden. Aber falls dem so ist, müssen wir uns irgendwie eine Lösung überlegen oder so. Da werde ich schon, denke ich mal, irgendwie einen Weg finden. Müssen wir gleich mal schauen. Du hast auch noch in die E-Mail alle Änderungen und sowas geschrieben. Das finde ich sehr gut, damit die uns auch hoffentlich auffallen. Weil ich muss sagen, die Besichtigung von deinem Zoo ist schon eine Weile her. Und ich kann mich auch nicht mehr an alles ganz genau erinnern. Aber ich denke mal, das werden wir gleich gemeinsam gut hinbekommen. Und jetzt freue ich mich auf den Zoo of Carthage. So, meine Freunde, wir sind angekommen im Zoo of Carthage. Und ihr seht schon, wir sind nicht in Besucherperspektive unterwegs. Das liegt einfach daran, dass dein Zoo mega groß ist und mein PC den leider nicht mehr so mega ruckelfrei schaffen kann. Ich meine, wenn jetzt hier Standbild ist, dann sieht das alles noch relativ gut aus, aber wenn ich jetzt die Kamera bewege, sieht man das, glaube ich, schon ganz gut. Ich habe gerade nur so 12 bis 14 FPS und ich glaube, dann ist es besser, wenn wir hier aus der Top-Down-Perspektive das Ganze so ein bisschen erkunden. Ich meine, wir waren ja auch schon mal in deinem Zoo und ich glaube, so werden wir die Änderung auch etwas leichter finden, wenn wir von oben gucken und das Ganze geht auch ein bisschen schneller. Also ich habe halt wirklich Befürchtung, wenn wir hier in der Ego-Perspektive rumlaufen, dass das wirklich sehr unangenehm werden wird. Ich meine, so ist das schon ein bisschen unangenehm. Aber ich muss nochmal sagen, das ist wirklich super schade, dass man bei Planet Zoo so schnell Performance-Probleme kriegt. Weil der Zoo ist wunderschön, aber leider kann man ihn jetzt echt kaum noch angenehm spielen. Ich meine, es geht jetzt noch. Zum Angucken geht es jetzt noch, aber zum richtig Spielen wäre das, glaube ich, nichts mehr. Aber es ist wirklich ein wunderschöner Zoo. Ich liebe auch diesen Eingangsbereich. Hier im Eingangsbereich haben sich übrigens neue Zäune sind hinzugekommen und kosmetische Änderungen. Ich weiß jetzt gar nicht, was das genau ist, aber wir kennen ja schon deinen riesigen Plaza hier. Der ist wunderschön, wirklich. Also hier vorne geht es dann normalerweise rein. Ich versuche die Kamera so wenig wie möglich zu bewegen, Leute, damit es für euch nicht so unangenehm wird. Tut mir echt leid, aber irgendwann, wenn wir genug Leute sind, dann kaufe ich mir irgendwann einen 5000-Euro-PC und dann kriegen wir das schon hin, denke ich. Ne, mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob es mit einem mega viel besseren PC besser laufen würde, das Spiel. Keine Ahnung. Aber sieht schon schön aus, ne? Ist ein wunderschöner Eingangsbereich. Einer der schönsten, die ich je gesehen habe. Und man sieht auf jeden Fall, wie viel Mühe und Arbeit du hier reingesteckt hast. Wir werden jetzt auch nicht alles so mega detailgetreu uns angucken, weil wir das Ganze ja schon mal gemacht haben. Ich verlinke einfach das alte Video, wo wir den mal besichtigt haben, den Zoo, für euch unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das angucken. Ist aber alles wunderschön. Eine wunderschöne Landschaft, wunderschöne Felsarbeit, wunderschöne Wasserfälle. Richtig tolle Gestaltung, sehr idyllisch. Wir werden natürlich jetzt nicht mitkriegen, ob du irgendwie Boxen oder sowas installiert hast für uns, für die Musik und sowas. Aber ich denke mal, das ist nicht ganz so schlimm. Aber wir kommen jetzt gleich in den nächsten Bereich. Der befindet sich nämlich hier vorne. Der war beim letzten Mal noch relativ unfertig. Also das Gehege hatten wir hier auch schon. Das kann man einmal von oben sehen. Da kann man hier reingehen und rausgucken. Werden wir jetzt auch nicht machen, weil wir das schon kennen. Aber das könnt ihr euch gerne im alten Video angucken. Wir gehen nämlich jetzt in den Spirit of North America Bereich. Da versuche ich jetzt mal durchzufliegen, ohne dass es hier zu unangenehm wird für euch. So, fliegen wir mal rein. Hier geht es nämlich durch einen wundervollen Tunnel. Da oben steht dann Spirit of North America. Und der Bereich war beim letzten Mal noch relativ unfertig. Aber ich gehe mal davon aus, dass jetzt hier wirklich ein Arktikbereich noch hinzugekommen ist. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Bin mir gar nicht sicher. Kann auch sein, dass ich mich irre. Ah, hier sind sogar Schilder. Das ist gut. Boah, die FPS sind halt wirklich ganz, ganz schlimm. Echt schade. Food Drink Arktik. Okay, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Wir gehen wieder in die andere Kameraperspektive nach oben. Das kennen wir ja auch schon hier so ein bisschen. Tut mir wirklich leid, Leute, wenn es ein bisschen unangenehm ist. Aber ist mit meinem PC halt nicht anders machbar. Aber man sieht wirklich, wie viel Arbeit du hier reingesteckt hast, ne?
Jeder einzelne Baum, jeder einzelne Felsen sieht wirklich perfekt platziert aus. Also wirklich wunderschön. Hier kann man auch reingehen, die Tiere beobachten. Das sind dann hier in dem Fall Wölfe. Hier ist es auch wunderschön mit einer Brücke gemacht und noch so ein Gitter und sowas. Du hast dir so viel Mühe gegeben. So viel Liebe zum Detail. Ein ganz toller Zoo. Du hast gar nicht in die E-Mail geschrieben, ob ich den freigeben darf für alle Leute. Kannst du gerne nochmal in die Kommentare schreiben, dann kann ich das nachträglich noch machen, wenn ich daran denke. Ah, das kennen wir ja alles schon. Also ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass wir das alles schon gesehen haben. Hier sind nochmal Grizzlybären. Das ist schon wunderschön. Aber ich glaube, ab hier kennen wir das Ganze nicht mehr. Das hier ist, glaube ich, jetzt alles neu. Oh, die FPS sind echt mies. Das ist echt doof. Aber wunderschön, ne? Ich versuche mal viel mit so Standbildern, glaube ich, zu arbeiten. Dann sieht das alles, ist das alles ein bisschen angenehmer. Wunderschöner Springbrunnenbereich hier. Richtig schön dekoriert. Mit diesen ganzen Holzstämmen und den Bepflanzungen, dem Wasser, den ganzen Klippen. Der Deko. Ist alles so liebevoll. Sieht richtig idyllisch und schön aus. Ich werde jetzt auch gar nicht alle Details wahrscheinlich zu Gesicht bekommen. Ein wunderschönes Toilettenhaus hier. Schöne Geländer. Hier auch wunderschöne Häuser hast du hier gebaut. Ganz toll dekoriert. Du hast wahrscheinlich auch noch sehr viel geplant gehabt. Allerdings sind bei dir wahrscheinlich auch irgendwann die FPS haben das Ganze unterbunden so ein bisschen. Weil irgendwann macht es halt auch keinen Spaß mehr dann zu spielen. Schönes Hotel auch. Richtig schöner Western-Look. Ich weiß gar nicht, geht es hier irgendwo noch lang oder war hier noch was geplant? Mine. Oh Gott, da gehen wir gleich aber mal rein. Würde ich sagen. Deadwood. Ah, so sollte der ganze Bereich heißen, aber der ist, glaube ich, noch nicht fertig, so wie es aussieht. Bank, Sheriff, Saloon. Ah, du hast hier noch viele Sachen geplant. Du wolltest, glaube ich, hier so eine kleine Westernstadt machen. Sehe ich das richtig? Die Deadwood heißt. Und dann sollten hier so ganz viele Häuser im Western-Stil hin, rechts und links. So stelle ich mir das zumindest gerade vor. Bist du wahrscheinlich nicht mit fertig geworden. Sieht aber echt cool aus. Wenn die alle so in diesem Stil sind, die Häuser, kann ich mir das schon gut vorstellen. Ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt mal eben einen Mitarbeiter. Boah, die FPS. Einen Mitarbeiter. Und gehen da mal rein. Ich würde wirklich, an deiner Stelle würde ich nochmal irgendwie einen neuen Zoo bauen oder so. Vielleicht in diesem Stil, alles so North America Western Stil. Und einfach viele Sachen von hier kopieren und dann rüber kopieren. Und dann etwas kleiner planen. Weil es halt, oh, sorry, mein Steam Overlay ist aufgegangen. Ist halt echt schade, dass man solche Sachen dann nicht mehr vernünftig bespielen kann. So sieht das Ganze übrigens in der Ego-Perspektive aus. Ist jetzt nicht so schön, ne? Aber ich gehe hier wieder raus, Leute. Wir machen das, versuchen das mit dieser Kamera. Geht ein bisschen schneller. Versuchen wir da möglichst gut durchzufliegen. Es ist halt sehr ruckelig. Es tut mir wirklich leid. Da kann man das gar nicht so zu schätzen wissen. Ist aber wirklich eine wunderschöne Mine, ne? Also ganz tolle Optik. Hier hast du dann auch nochmal ein paar schöne Tiere untergebracht. Zum Beispiel hier die lila Krustenechse. Hast du auch echt schön gelöst. Hier sind dann nochmal... Ja, die Vivarientiere sind jetzt auch nicht so interessant. Hast du aber schön gemacht mit den Vivarien. Die sind auch alle in diesem, ja, Wüsten-Style. Finde ich cool. Jetzt können wir wieder Tierarten hier, die liegen gerade so gut. Das sind Puffottern. Werdet ihr sehen, ich bin Profi. Wenn ich es denn hinbekomme bei den FPS. Puffottern. Schau dann. Schlangenexperte. Okay. Aber ihr seht schon, das ist wirklich so viel Liebe zum Detail. Alles ist hier mit Klippen ausgeschmückt, überall diese Kakteenbepflanzung. Sieht wirklich wunderbar aus. Ich würde es wirklich an deiner Stelle nochmal einen kleineren Zoo planen und viele Sachen kopieren. Du kannst ja zum Beispiel diese gesamte Mine dann rüber kopieren oder halt dann diese geplante Westernstadt bauen. Weil es ist alles so wunderschön, aber halt nicht gut spielbar. Aber ihr seht schon, jeder Winkel ist hier wirklich ausgeschmückt. Es gibt keine Ecke, wo nicht Liebe zum Detail drin steckt. Hier ist übrigens das nächste Häuschen, wo wir reingehen können. Das versuchen wir natürlich auch. Ich versuche mal so gut wie es geht, hier oben hoch zu fliegen. Schaffe ich das? So, ich bin jetzt doch mal in Mitarbeiterperspektive hochgegangen. Hier ist dann auch so ein kleines Häuschen, wo man einen schönen Ausguck hat. Da kann man dann runtergucken auf die süßen Schäfchen. Ist das nicht toll? Hier ist auch ein Unterstand und sowas. Boah, ich würde fast sagen, wir gehen wieder nach oben. Ich glaube, diese von oben Perspektive lohnt sich mehr. Wobei ich natürlich auch immer so ein bisschen die Besucherperspektiven gerne sehen möchte. Aber auch ein tolles Gehege, ne? Richtig schön gestaltet hier. Schöne Höhenunterschiede. Alles sehr viel Liebe zum Detail. Auch ein wunderbarer Wasserverlauf. Das machst du auch wirklich. Das sieht wirklich ultra realistisch aus. Man sieht keine einzige Düse hier rausgucken. Also wirklich ein richtig schöner Wasserverlauf. Auch ein schöner Unterschlupf.
Also der Zoo of Carthage ist definitiv einer der besten Zoos, die wir je hatten. Ohne Frage, wirklich. Oh, auch ein wunderschönes Eingangsschild hier in den Eisbereich. Richtig toll. Du kannst ja da irgendwie 5 Zoos draus machen oder so. Du hast so viele Bereiche. Sind wir in den neuen Eisbereich. Das ist ein Mitarbeitereingang. Sogar der hier ist richtig cool gemacht mit so einem Durchgang und sowas. Ich glaube, die Tiere können sogar hier oben noch drauf. Kann das sein? Ich glaube schon, wenn man hier mal hier hinten guckt. Ich glaube, die können hier ganz komplett drumherum hoppeln. Übrigens Polarwürfel. Die haben auch ein riesiges Gehege. Oh mein Gott. Das hier ist das ganze Gehege, Leute. Sieht auch super interessant aus. Die können halt hier überall rumlaufen. Auf den ganzen Ebenen. Hier hinten hoch. Nehmen wir so einen Wolf anklicken. Können wir das sicherlich mal sehen. So, schauen wir doch mal. Ah, okay. Hier vorne können die gar nicht hoch. Ich dachte. Sah ein bisschen so aus. Können nur bis da vorne. Aber das reicht ja auch. Ist trotzdem mega cool gemacht. Kann man nicht anders sagen. Echt toll. Auch hier schön Wasser eingebracht. Schön so ein paar Eisfelsen, Eiszapfen. Hier kann man dann auch wieder reingehen, die beobachten. Machen wir jetzt mal nicht. Ist mir ein bisschen zu kompliziert. Hier sind auch noch schöne Höhlen und sowas. Ich kann jetzt leider nicht auf alle Details eingehen. Hier hast du das auch richtig schön wieder gemacht mit so einem Gitter im Wasser. Also richtig, richtig viel Liebe zum Detail. Ganz toll. Hier rechts ist schon das nächste Gehege, so wie es aussieht. Ja! Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Hier oben geht es auch noch hoch. Hier kann man auch noch hochgehen. Und hier hat man dann auch noch mal so ein kleines Häuschen, wo man reingehen kann. Da sieht man nämlich schon das nächste Gehege, nämlich Rudolf. Rudolf, das Rentier. Cool. Auch hier wieder fließendes Wasser, ein Fluss, der da durchfließt. Richtig cool, der fließt hier komplett durch die ganzen Gehege durch, so wie es aussieht. Nicht schlecht, gefällt mir. Hier eine schöne Brücke rüber. Hier auch nochmal eine schöne Brücke. Oh, hier können sogar die Gäste rübergehen, das ist cool. Dann können die Gäste sozusagen von der Brücke hier auch nochmal gucken. Oh, hier ist sogar der Unterstand oder Unterschlupf für die Tiere. Ah, ich dachte, da oben können die Gäste rein. Warte mal. Ach nee, das ist ein anderes Haus. Oh, jetzt bin ich verwechselt. Habe ich das verwechselt? Hier waren die Gäste. Die waren sogar noch weiter oben auf dem Berg. Und hier ist der Unterschlupf und die Mitarbeiterräume. Cool gemacht. Sehr cool gemacht. Hier haben wir dann einen wunderschönen Weihnachtsbaum und einen wunderschönen Bereich. Auch hier wieder ein ganz tolles Geländer und sowas. Also so viel Liebe zum Detail. Hier dann auch nochmal einen ganz tollen Platz gebaut. Mit wunderschönen Läden, schönen Bänken, wo man sich hinsetzen kann. Richtig cool. Da würde ich mich wohlfühlen, wenn ich da hingehen würde. Erstmal schön einen Kinderpunsch trinken. Bin nämlich kein großer Glühwein-Fan. Nicht so mein Ding vom Geschmack. Oh, eine schöne Brücke hier. Das ist echt toll. Aber es ist riesig geworden. Wenn ihr mir überlegt, wie groß der Zoo allgemein war, das ist schon echt krass. Ich finde das cool, dass du diesen Flussverlauf so krass gemacht hast. Hier fängt er an und er fließt hier einmal komplett hinten rum. In das Gehege hier links, hier rechts. Oh mein Gott, das ist mega cool. Was haben wir denn hier noch für ein Tier? Ah, hier haben wir die, ihr seht sie schon, die Schneeleoparden. Cool. Haben auch ein schönes Gehege bekommen. Sehr interessant. Hier kann man dann auch wieder reingehen. So, wieder so einen schönen Unterschlupf gebaut. Auch mit toll so abgerundeten Scheiben. Da kann man dann durchgucken. Kann die schön beobachten, wie sie hier vorne sich so einen blutigen Kürbis gönnen. Da können die hier rüber, die Tiere? Nee. Das hast du, glaube ich, einfach nur so aus Optikgründen gemacht. Es wäre ein bisschen komisch, wenn die auf einmal die Polarwölfe zu den Eisbären können, weil ich sehe schon hier vorne ist das Eisbärengehege. Wow, wunderschön. Richtig cool hier mit diesen ganzen Eisfelsen und so. Hast du echt gut gemacht. Auch ein riesiges Gehege. Die brauchen ja auch viel Platz, die Eisbären. Sieht toll aus. Kann man dann auch nochmal oben reingehen. Durch so eine Brücke und sowas. Da kann man die dann wunderbar beobachten. Hier geht's dann durch. Geht's denn da hoch? Ach, hier unten geht's dann hoch. Okay. Hier geht man dann um so eine Kurve. Das ist ja cool. Und da geht's auch immer noch weiter. Mein Gott, wo geht's denn hier noch ganz hin? Ich glaube, hier ist noch ein weiteres Gehege. Ja, hier ist noch ein weiteres Gehege. Was haben wir denn hier? Ich sehe gar kein Tier. Seht ihr ein Tier? Ich sehe gerade keins. Ach, da sind sie ja. Oh Gott. Ihr habt die bestimmt gesehen, oder? Na gut, die sind hinter einem Baum versteckt. Deswegen ist nicht so schlimm, dass ich die nicht gesehen habe. Hier sind Tiger. Sibirische Tiger. Auch cool. Nochmal ein wunderschönes Gehege. Ich glaube, ich werde jetzt auch viele Ecken verpassen und sowas. Du hast nämlich auch immer schöne Höhlen gebaut, wo man dann noch unterirdisch die beobachten kann und so. Ah,
das ist schön gemacht. Hier kann man dann reingehen und sowas. Cool. Das gefällt mir gut. Ich hoffe, du erlaubst mir, das Ganze hochzuladen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann können die Leute das selber mal ein bisschen erkunden. Dann ist das auch ein bisschen angenehmer, denke ich. Vielleicht habt ihr auch bessere PCs als ich. Könnt ihr das vielleicht ein bisschen ruckelfreier sehen. Oh, du hast sogar hier die Mitarbeiterräume noch schön ausgeschmückt. Das ist ja cool. Nicht schlecht. Finde ich toll. Also das wäre jetzt der Eisbereich oder der Arktikbereich. Der ist jetzt komplett neu hinzugekommen. Beim letzten Mal hattest du, glaube ich, nur bis hier vorne gebaut. Bis hier so. Das ist alles neu hier. Und ich meine, dieser Bereich hier, oder dieser, sagen wir mal, bis hier vorne, das hätte ein richtig einzelner Zoo schon sein können, von der Größe her. Locker. Ich glaube, das wäre auch vorteilhaft, wenn du das machen würdest. Dann könntest du auch noch hier diese ganzen Bereiche mit deiner Stadt, die du geplant hast, zu Ende bauen und so. Aber wirklich, du hast einen ganz tollen Baustil. Richtig viel Liebe zum Detail. Man sieht, dass du so viele Stunden da rein investiert hast. Vielen Dank, dass du nochmal eingesendet hast. Wir gehen jetzt aber auch nochmal auf die anderen Sachen ein, die sich geändert haben. Okay, Leute, wir gucken mal jetzt von oben. Das hier ist der Afrika-Bereich. Da haben sich auch ein paar Dinge geändert. Den haben wir allerdings schon beim letzten Mal besichtigt. Also wenn ihr das im Detail nochmal sehen wollt und genauer sehen wollt, schaut einfach in die Videobeschreibung. Da ist das andere Video von der Besichtigung. Aber hier hat sich zum Beispiel einmal zwei Gehege haben sich komplett geändert. Nämlich das vom afrikanischen Elefanten und vom Flusspferd. Müssen wir mal einmal eben herausfinden, wo die sind. Meint ihr, wir kriegen das so hin? Auf die Schnelle? Ich meine, Elephants sollte man eigentlich gut erkennen. Flusspferde auch. Hier vorne sind sie nämlich. Perfekt. Schauen wir doch mal hier vorbei. Die haben sich nochmal komplett geändert, meinst du? Ich weiß leider nicht mehr, wie die aussahen. Aber ich weiß, dass es diese... Also hier kann man halt raufgehen und das Ganze beobachten. Das gab es beim letzten Mal auch schon, wenn ich mich nicht irre. Ist schon cool. Ich glaube, hier war Underwater Viewing. Hier konnte man runtergehen. Das gab es auch schon. Dann kann man hier halt reingehen und da unten kann man dann durchschauen. Wir können es mal einmal ganz kurz versuchen zu demonstrieren. Da seht ihr es dann ganz gut. Du hast ja sogar Mühe gegeben und das Ganze unter Wasser gestaltet. Mit der ganzen Liebe zum Detail. Und hier konnte man die dann wunderbar unter Wasser beobachten. So richtig, ne? Ja, Flusspferd und afrikanischer Elefant. So, ich weiß leider nicht mehr, wie es vorher aussah. Sieht aber toll aus. Also wirklich wieder ein solides Gehege. Sieht super aus. Tolle Häuser auch hier wieder gebaut. Echt ein klasse Zoo. Aber auch zum Beispiel aus dem Afrika-Bereich hättest du auch einen eigenen Zoo machen können. Ich glaube, das wäre auch wirklich ratsam. Ich würde echt dir empfehlen, einfach viele Sachen zu kopieren und dann nochmal einen kleineren Zoo daraus zu bauen. Das wäre auf jeden Fall richtig cool. Dann kannst du ja dich auch nochmal ein bisschen neu austoben und das Ganze gerne nochmal einschicken. So, wo ist denn der afrikanische Elefant? Okay, der war direkt daneben, der afrikanische Elefant. Hier waren nämlich die Flusspferde und hier ist dann das Elefantengehege. Das hast du auch nochmal komplett umgestaltet. Auf jeden Fall auch eine richtig schöne Bepflanzung, wieder schöne Felsen, schönes Gewässer, Höhenunterschiede, alles, was man in einem tollen Gehege braucht. Das sieht auch cool aus, dass du hier die Futterspender unter so einem Schirm gebaut hast. Sehr cool. Hier sind die Elefanten unterwegs. Und hier ist ein riesiges Elefantenhaus. Das gab es beim letzten Mal, glaube ich, auch schon. Das hat sich aber so ein bisschen geändert von der Optik. Also ich glaube, hier diese ganzen Deko-Elefanten und so da oben drauf, die haben sich echt ein bisschen geändert. Und der Eingang sieht auch mega cool aus. Kann man nicht anders sagen. Ich würde sagen, da gehen wir mal ganz kurz rein, Leute. So viel Zeit muss sein. Oh, Ticket Camp. Wie praktisch. Das ist ja, als ob es für uns gemacht wäre. So, hier kann man reingehen. Dann hat man hier ein wunderschönes Glasdach. Von hier oben kann man dann die afrikanischen Elefanten richtig schön beobachten. Ist auch so ein Lehmboden, ne? Cool. Was sind die hinten? Ach, das dahinter sind Mitarbeiterbereiche. Okay. Hier sind dann die Schlafplätze. Hier kann man sich dann auch nochmal hinschillen und so. Hast du wirklich schön gemacht. So, dann der nächste Bereich, der sich geändert hat. Das ist die Dschungelruine. Die habe ich ja beim letzten Mal so toll gefunden. Diese hier. Da hast du nämlich auch was zugeschrieben. Finde ich mega cool. Ich mag ja sowieso gerne solche heruntergekommenen Ruinengebäude. Ist aber auch viel schwerer, sowas zu bauen, was kaputt ist, als wenn es heile ist. Ihr seht ja hier, ist das alles schon verwuchert und so. Mega cool. Das war, glaube ich, das Schimpansengehege, genau. Hier war das auch cool gemacht. Da kann man durch so einen Tunnel hier gehen. Und da können sogar die Schimpansen noch auf den Tunnel drauf klettern. Fand ich auch richtig cool. Auch ein ganz tolles Gehege. Das hast du geschrieben, dass wir uns das Ganze mal bei Nacht angucken sollen. Da hast du dich nämlich ausgetobt, was Lichter angeht. Schauen wir uns das doch mal an. Und du hast geschrieben, du hast das Ganze im Workshop hochgeladen. Bin ich jetzt mal gespannt. Irgendwie... Oh, das sieht ja cool aus. Das ist ja cool beleuchtet. Die Buchstaben sind sogar beleuchtet.
Wow, wie cool, wie geht das denn? Gibt es solche beleuchteten Buchstaben bei dem Spiel? Das wusste ich nicht. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, ich sehe hier jetzt aber leider gerade keine Beleuchtung. Ich glaube, du meinst irgendwas anderes. Ah, jetzt habe ich herausgefunden, was du meinst. Du hast geschrieben, neue eigens erstellte Lichtquellen. Die hast du auch in den Workshop gestellt. Nämlich hast du hier so wunderschöne kleine Tempel gebaut mit so einer schönen Fackel drin. Richtig cool. Also, die gibt es auch im Workshop. Ich weiß jetzt leider nicht, wie die heißen. Kannst du auch gerne in die Kommentare für die Leute schreiben. Wow, FPS-Lags. Ich glaube, hier hat sich aber auch allgemein voll viel noch getan. Der Asienbereich ist. Oh Gott, wo bin ich jetzt? Was war das? Der Asienbereich ist auf jeden Fall auch neu dazugekommen. Wir machen aber mal wieder Tag. Sieht echt schön aus. So, wunderbar. Aber ich glaube, hier sind echt noch viele Sachen hinzugekommen. Gab es das hier schon beim letzten Mal? Bin mir da nicht so sicher. Ich glaube nicht. Hier gibt es auch nochmal wunderschöne Bereiche, wo man reingehen kann. Ich finde das ja echt krass, dass du wirklich alles ausgeschmückt hast mit Pflanzen, Felsen, Bordsteine, alles abgedeckt. Und dann hier noch so wunderschöne begehbare ja, Tempel, wo man reingehen kann. Hier kann man dann nämlich nochmal schön die Uran-Utans beobachten. Boah, das ist auch ein wunderschöner Ausblick, ne? Also wirklich Hammer mit diesem Tempel im Hintergrund, wo die hochklettern können. Hier oben ist dann so eine kleine Fressplatte, wo die dann was essen können. Das ist echt toll. Ich glaube, das ist auch alles neu, wenn ich mich nicht täusche. Auch wenn es nicht bei dir drin steht als neu. Ich glaube schon. Ich habe halt immer ein sehr schlechtes Gedächtnis. Finde es aber wirklich wunderschön. Allgemein dieser ganze Ruin- und Dschungelbereich, den finde ich toll. Ich weiß gar nicht, was hier neu ist. Ich habe das Gefühl, es sind viele Dinge noch neu, ne? Ich werde so viel übersehen. Das tut mir echt leid. Ich hoffe, dass du es uns erlaubst, den hochzuladen und dann könnt ihr alles selbst auch noch erkunden, wenn ich hier viele Dinge übersehe, weil das ist echt schade. Aber ich glaube, bei dem. Hier war ich auch noch nicht, oder? Kenne ich so auch noch nicht. Hier kann man halt auch hochgehen. Da war ich hier schon mal? Ich glaube nicht. Auch ein cooler Wasserfall hier. Hier geht es dann runter. Auch alles richtig schön dschungelig. Ich werde so viel übersehen. Hier gibt es nämlich auch so wunderschöne Gänge noch. Hier kann man zum Beispiel. Ich gerade. Oh, diese FPS. Kann man nämlich auch unter den Wasserfall gehen. Also das ist so cool. Machen wir mal kurz so. Hier kann man da lang gehen, unterm Wasserfall. Dann kann man rein theoretisch unter dem Wasserfall durchgucken. Auf die Äffchen. Da sitzen sie. Ach, wie toll. Ich finde das so beeindruckend, dass du hier wirklich keine Ecke hast, die nicht ausgeschmückt ist mit Pflanzen, Felsen und so weiter. Selbst hier diese ganze Wand ist ausgeschmückt mit Felsen. Es ist alles aus Felsen und Klippen. Dieser ganze Berg, das ist so heftig. Hier auch wieder ein wunderschöner Wasserfall. Man sieht keine einzige Düse. So viel Liebe zum Detail. So viel Zeit, wie du in diesen Zoo investiert hast, hätte ich gerne in meiner Freizeit. Guckt euch das mal an, wenn ich rauszoome, wie schön das aussieht. Oh mein Gott, so viele Objekte. Ich will gar nicht wissen, wie viele Objekte ich hier gerade auf dem Bildschirm zu sehen habe. Auch ein wunderschönes Gewässer hier. Ich glaube aber, diesen Bereich gab es noch gar nicht, den asiatischen, ne? Nee, ich glaube, da war nur so diese Anfangsmauer gesetzt, wenn ich mich recht entsinne. Das sieht so krass aus mit der Bepflanzung. Noch hier hinten noch einen schönen Wasserfall. Auch wenn man den gar nicht sieht, hast du ihn trotzdem gebaut. Das sieht schon alles sehr cool aus. Aber wir können leider alles nur ein bisschen überfliegen. Oh, wie schön die Blumen sind. Es sind so viele kleine Details, die ich alle übersehen werde. Tut mir im Herzen weh. Hier auch ein schöner Springbrunnen. Wow, hier ist schon eine tolle Atmosphäre, wenn man hier durchgeht. Gibt es dann auch noch einige Gebäude. Das sind sogar Mitarbeitergebäude, die hast du so ausgeschmückt. Wie cool ist das denn? Wow. Ah, bei Asien hast du geschrieben, kosmetische Änderungen, neue Tiere, Japan, Makaken. Kleiner Panda, großer Panda. Aber ich meine, beim letzten Mal war wirklich noch gar nichts fertig, was Asien angeht. Nur so der Grundstein gesetzt. Auch alles so toll aus. Ist auch nochmal ein schöner Laden, wo man das essen kann. Auch eine coole Form. Ist halt nicht so eckig. Sowas ist zwar immer schwerer zu bauen, sieht aber toll aus, wenn das nicht ganz so viereckmäßig und kastenmäßig ist. Ein toller Platz hier. Ganz tolle Gebäude. Und hier kann man dann reingehen und wahrscheinlich die Tierchen beobachten. Wenn ich es denn hinbekomme. Genau, hier kann man dann nochmal die kleinen Pandas gutachten in einer wunderschönen Perspektive. Wir fliegen einfach mal rein. Auch ein tolles Häuschen hier gebaut, wieder toll dekoriert.
Also wirklich einer der besten Zoos, die ich je gesehen habe. Beim letzten Mal hatte dein Zoo ja auch schon den Titel, der beste Zoo, mit Fragezeichen. Das ist natürlich immer so ein bisschen Geschmackssache, Leute. Aber man kann ganz klar sagen, einer der besten Zoos, die ich je gesehen habe. Das einzige Problem sind halt die FPS. Auch ein cooles Gebäude. Nicht schlecht. Like it. Kann man da rein? Was meint ihr? Reingucken. Nee, okay. Da ist jetzt nichts drin. Ich hoffe echt, es ist noch einigermaßen anschaubar für euch. Da habe ich gerade echt ein bisschen Bedenken. Ich hoffe, es ruckelt in der Aufnahme nicht mehr, als es bei mir ruckelt, weil bei mir ist es schon schlimm. Oh, wie schön diese Details sind. So ein kleiner Brunnen da oben. Das ist echt toll. Das sind so tolle Ideen. Also hier kann man sich echt inspirieren, wenn man was baut. Ich hoffe, du hast einige Sachen davon im Workshop geteilt mit der Community. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Hier sind übrigens Panzernashörner, habt ihr sicherlich schon gesehen. Ich weiß gar nicht, ob die asiatisch sind. Nashörner stelle ich mir immer so afrikanisch vor. Wäre hier schön gebaut alles. Was ist denn hier für ein Gehege? Ach da, da scratcht er sich gerade seinen Rücken. Baloo, der Bär. Taiwanischer Schwarzbär, cool. So, hier ist auch nochmal ein paar Gebäude. Hier ist das nächste Gehege. Hier sind Faunen drin. Das ist sogar ein begehbares Gehege. Kann man reingehen. Wie cool. Oh, selbst das Tor hast du ausgeschmückt. Richtig schön. Und jedes Geländer hier hast du auch selber gebaut. Auch wieder einen ganz tollen Stil. Also sind halt so viele Details, die ich jetzt gerade gar nicht appreciaten kann. Weil ich einfach die Zeit dazu nicht habe. Und ich glaube wirklich, wenn ich in der anderen Perspektive durchfliegen würde, das würde mich irgendwann ein bisschen nerven mit den FPS. Und das möchte ich nicht, in so einem schönen Zoo genervt sein. Aber so kann ich das noch recht gut genießen, muss ich sagen, in dieser Perspektive. Ich hoffe, du bist mir da auch nicht böse. Ich denke mal, du kannst das verstehen. Irgendwann, wenn ich mal einen richtig guten PC habe, werde ich mir dein Zoo definitiv nochmal in guter FPS-Zahl gönnen. Und dann werde ich mir auch die Zeit nehmen und hier durchlaufen. Aber dafür brauche ich, glaube ich, einen viel, viel besseren PC. Leider, leider. Oder ein Performance-Update. Mal gucken. Vielleicht haut Frontier nochmal was raus. Hier ist auch was Cooles. Hier ist auch ein cooles Gebäude. Da kann man reingehen, so wie es aussieht. Nur mit der Kamera so gut wie es geht rein. Hier kann man hochlaufen. Da kann man hier Krokodil... Oh, das ist ein Krokodiltempel so ein bisschen. Cool gemacht. Hier schwimmen dann die... Was sind denn das? Leistenkrokodile, ne? Ja, Leistenkrokodile. Richtig cool. Hinten können die auch nochmal unten drunter und so. Er ist hier auch an der Waterview und ich sehe das jetzt gar nicht, weil es hier... Ah ne, das hier hinten ist Mitarbeiterräume. Kann natürlich gut sein, dass ich hier an der Waterview zum Beispiel übersehe. Könnte ich mir gut vorstellen in einem Zoo. Schreib es gerne in die Kommentare, wenn ich irgendwas mega Wichtiges übersehen habe, damit die Leute das gegebenenfalls nochmal selbst erkunden können. Oh, du hast hier sogar noch mehr geplant, wie man sieht. Oha. Okay, was haben wir hier noch für ein Gehege? Ja, hinten ist es teilweise auch noch nicht fertig. Ganz, also hier sieht man das halt. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ist auf jeden Fall ein Panda-Gehege. Wunderschön. Mich würde auch mal interessieren, wie viele FPS du in deinem Zoo hast. Also ich habe jetzt gerade wirklich immer nur so 12 bis 14. Also leider nicht ganz so viel. Auch sehr coole Idee hier. Man kann sozusagen hier vorne dann reingehen, die beobachten und hier fressen die dann die Pandas. Und da hinten können sie sich ein bisschen zurückziehen von den Blicken der Leute. Finde ich cool. Das ist, glaube ich, sind das die Japan-Makaken? Ich hoffe. Ja, das sind die Japan-Makaken, da sieht man sie. Da unten schlawinern sie rum. Kann man auch dann von hier oben im Haus beobachten. Oh, sieht auch cool aus hier, ne? Gut gestaltet, so ein bisschen atmosphärischer Nebel. Das ist schon awesome. Ich finde das cool, dass du es so gemacht hast, weil es sieht so ein bisschen aus, als wenn das so ja, heiße Quellen sind. Beziehungsweise als wenn das durch das Wasser so ein bisschen dampft, weil das ja, Kälte, Wärme, ihr wisst, was ich meine. Hier sieht man sogar so ein bisschen die Düsen. Aber das ist auch schwer zu verstecken, wenn man in dem Wasser keine Felsen baut. Finde ich immer schade, dass man nicht die Option hat, diese Düsen unsichtbar zu bauen. Ich meine, ich verstehe es zwar irgendwo, wenn man dann im Nachhinein die Düse entfernen will und die dann nicht mehr findet, ist natürlich problematisch. Hey, wow, guckt euch das einfach mal an. Wie heftig diese Klippen einfach sind, ne? Man sieht auch, dass du alles oder das meiste davon selbst platziert hast. Natürlich hast du die ein oder andere Sache kopiert, aber du hast es so gut kopiert und alles angepasst, dass man das einfach nicht sieht. Sieht einfach nur heftig aus. Wirklich, wirklich cool. Aber ich kann dir echt nur raten, wenn du nochmal ein Projekt machst, plan ein bisschen kleiner, aber bau trotzdem so cool, wie du es hier tust. Und dann schick es gern wieder ein. Das ist so einen tollen Baustil, Patrick. Also wirklich heftig. Ich hoffe, ich habe jetzt echt nicht zu viel übersehen. Hier ist auch nochmal so ein riesiges Glashaus.
So was wie ein Restaurant oder sowas? Tatsächlich, hier können die Leute essen. Cool, auch ein toller Baustil. So Glas, was überwuchert ist mit so ein bisschen Efeu und so. Mega cool. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht allzu viel vergessen. Ich kann euch mal das Ganze von oben zeigen. Das ist echt heftig. So sehen fast 500 Stunden Plände zu mit ganz viel Liebe zum Detail aus. Ganz toller Zoo. Schade ist leider nur, dass es so wenig FPS hat. Aber das liegt ja nicht an dir. Hast du wirklich toll gemacht. Beim nächsten Mal baust du einfach kleiner, schickst es nochmal ein und dann freue ich mich auf jeden Fall. Falls der Patrick mir noch die Erlaubnis gibt, das hochzuladen, dann findet ihr das Ganze auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich mich mal fragen, wie ihr den Zoo von Patrick fandet. Ich finde ihn wirklich heftig. Ist auf jeden Fall einer der besten Zoos, die wir jemals besichtigt hatten. Und falls ihr auch mal einen Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Falls euch das Video Spaß gemacht hat, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.